Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 16. Muss ich sogar gucken, ja. Dienstag, den 16. Mai. Man hat ja gar kein Gefühl mehr, wenn der DAX hier jeden Tag stehen bleibt, welcher Wochentag ist. Normalerweise hat man immer so diese typischen Abfolgen. Da kannst du immer eigentlich schon am Bewegungsbild ableiten, ob Montag, Dienstag, Mittwoch war. Heute musste ich nachgucken. Es erinnert hier, ich habe das Bild hier rausgesucht. Der hat heute ein bisschen gucken wollen und dann hat er immer wieder gesehen, nee, kein Bock, nee, bleibe ich in meinem Haus, mache ich nichts. Das hat mich irgendwie erinnert, wir haben hier auch hinterm Haus so einen Gecko, der lebt hier hinterm Holzschuppen. Da sitzt neuerdings auch immer eine kleine Mieze davor, die hat was mit ihm vor und dann bleibt er halt dahinter. Bleibt halt einfach dahinter, hinter seinem Garten. Der weiß, der kann irgendwann rauslaufen, kann oben aufs Dach wieder klettern und sich in die Sonne legen. Aber man muss das nicht machen, wenn die blöde Katze davor sitzt. Und so hatte ich den Eindruck, war das jetzt auch zum Montag. Ich weiß nicht, ob es die Longs waren, die ihn gestört haben, die alle früh hochmotiviert waren, dass er richtig rausspritzt. Auf jeden Fall hat er sich sehr verhalten gezeigt. Und ich habe jetzt die große, ehrenvolle Aufgabe, wieder ein Video einzusprechen, was nicht nur eine Minute geht, ohne dass man mir wieder nachsagt, ich hätte keine Lust. Da habt ihr mir wirklich ein richtiges Trauma verpasst jetzt die letzte Mal. Ich dachte wirklich, das kommt gut an mit der 1-Minuten-Videos. Aber jetzt habe ich hier, muss ich bald in Therapie gehen. Ich kriege regelrecht Panikzustände, wenn ich so einen Tag habe und mir dann sage, Mensch, jetzt wollen die 3 Minuten mindestens für was hören, was hier passiert ist. Da erzähle ich doch lieber über Geckos und Katzen. Leute, es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Was wollen wir erzählen? Also, grundsätzlich, unser DAX hat einen Aufwärtsgap gemacht. Hätte er dieses Aufwärtsgap offen, wir können ja mal vielleicht einfach in der Theorie durchsprechen. Hätte er das Aufwärtsgap offen gelassen, ist solch ein Tag übelst prädestiniert dafür, richtig, richtig durchzureißen. Also, da kann er wirklich auch Bewegung machen. Er kann aus dem Stand halt einfach auch mal 100, 200 Punkte dann ablaufen und dann wieder 2 Wochen zur Seite schieben. Wir haben jetzt eine Verfallswoche. So eine Verfallswoche hat öfters mal richtig heftige Ausschläge. Das heißt, es würde sogar diese Woche ganz gut reinpassen. So eine Bewegung. Ich mache sowas immer ganz gerne an der Abfolge der Tageshochs oder Tagestiefs fest. Ne? Wir haben zum Beispiel heute früh auch ein Update verteilt. Das lesen manchmal die Leute so einfach so geringfügig und sagen sich, naja, ja, schön, okay, tolles Wissen, aber sie be benutzen das nicht aktiv halt. Ne? Dieses Beobachten, den mal kommen lassen, so dieses. Na, ich möchte, wenn ich im DAX so ein bisschen was haben will, dann will ich immer, dass mir das beweist, dass der noch eine Leistung erbringt, um mir zu zeigen, okay, ich möchte das jetzt haben. Und hier haben wir auch gesagt, wenn er jetzt ein neues Tageshoch bringen würde und das Gap offen lässt, dann kann er halt richtig durchrennen. Hat er aber nicht gemacht. Hat sich stattdessen unten wieder runtergewühlt. Ist eine super Lage gewesen. Hätte auch das ein bisschen unnötig gewesen, hier unten durchzustechen, aber war am Ende auch bloß der amerikanische Vorbörse, die reingekommen ist, ein bisschen runtergestochen hat. Fertig, wieder ausgekontert. Wir schießen höher als am Vortag. Wichtig, gut, positiv zu werden. Wir schließen sogar ziemlich hoch eigentlich. Ne? Also ein 9,51 ist mit einer der höchsten Tagesschlusskurse. Wir können noch mal kurz in den Tagesstart reingucken. Aber so viele Tagesschlusskurse darüber hat er nicht gehabt. Das waren 1, 2, 3, 3 Tagesschlusskurse bis jetzt, die wir dieses Jahr höher hatten. Also ist schon ein sehr hohes Niveau. Und es macht es ihnen natürlich auch leicht, aus so einem Niveau oben rauszulaufen. Aber muss es halt auch einfach machen. Muss es einfach machen. Ne, das Einfachste wäre hier den Bereich um 89, 16.000 rauszunehmen, mal einen Stundenschluss drüber zu setzen. Das kann schon Impuls genug sein, um dann rauszusetzen. Dienstag, Mo Montag wäre super Option gewesen. Gap offen lassen und lang raus wäre Traum gewesen. Nächste schöne Option wäre jetzt für ihn den Dienstag. Dienstag, Aufwärtsgap setzen, oben raussteigen. Und was passiert dann? Dann sind eigentlich alle unbedingt geil auf Long. Und dann sitzen alle da und wollen den Turnover Tuesday traden. Und wir wissen ja, wir hier und die DAX-Follower, sag ich mal, ne? Die den DAX wirklich jeden Tag, jede Woche angucken, wissen, dienstags, Turnover macht er sehr gerne, aber eigentlich nur, wenn er fällt und dann wieder steigt. Dann macht er den Turnover. Hoch zu macht das eher selten. Ja, also nicht, eher, der setzt dann nur manchmal so geringfügig zurück. Gar nicht so weit, wie man gedacht hatte. Und dreht sich dann wieder hoch und macht ein neues Tageshoch. Und man hat quasi diesen Turnover, der dann eigentlich auch gar keiner ist.
ähnlich mitnehmen können. Und sowas würde hier gut reinpassen. Ne? Aufwärtsgap mal hochstellen, 16,50, dann kurz zurücksetzen. Keine Ahnung, bloß auf 16,20, 16.000 zurücksetzen. Alle denken, der kommt hier runter, macht Gap zu oder sowas. Und dann dreht er sich von dort aber wieder hoch und schiebt sich ja weiter Richtung 16,80 und 16,118. Wäre ein prima Programm für einen Dienstag. Aber kann man auch erst wirklich antraden, wenn er dann in das Muster so reinfällt. Macht er das nämlich nicht, spielt er einfach noch zur Seite, dann, ja, was will man erzählen? Dann geht es halt weiter zur Seite. Wir haben 8,35, noch interessanten Support, 8,50, 8,35, schöne Anlaufstelle, die nochmal bedient werden können, wenn er eben nicht oben rausdrückt, wenn er sich wieder nur reinfallen lässt, wieder nur ein Gap Close macht, nichts offen lässt, nicht keinen Druck aufbaut. Ja, und mehr kann ich nicht mitgeben. Ja. Ich hoffe, ich bin euren Anforderungen damit gerecht geworden und kann jetzt ruhig schlafen. Das Video ist 5 Minuten. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.